Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Der epische Kampf gegen Kaguya und diesmal mit Obito müssen wir wieder gegen sie kämpfen, um Zeit zu gewinnen. Ich bin mal gespannt, weil Obito ist jetzt eigentlich relativ nackt und wir machen gerade aber ziemlich gut Schaden. Und Sakura und Kakashi haben wir auch noch mit im Backup. Und jetzt sollte es ja für die meisten Naruto-Fans erst so richtig interessant werden, denn der Kampf gegen Kaguya, der ist ja im Anime noch gar nicht gezeigt worden, denn da laufen ja derzeit Filler-Episoden. Aber die Manga-Vorlage ist schon fertig, deswegen ist es diesmal nicht ganz so wie bei Ultimate Ninja Storm 3, wo eben wirklich was Alternatives gezeigt wurde. Und ich muss sagen, trotz dass Obito ziemlich am Ende sein dürfte, machen wir wirklich ziemlich gut Dampf gegen Kaguya. Also im Vergleich zu den letzten Kämpfen, die ja richtig hart waren, ist der jetzt sogar noch ganz umgänglich, möchte ich meinen. Wobei wir haben es ja mehr als nur einmal schon gemerkt, dass dann die Fights echt erst auf der letzten Lebensleiste so richtig hart werden. Aber wir müssen uns diesmal nicht damit herumärgern, hier eine Geheimtechnik zu aktivieren, denn die gibt es ja in diesem Kampf nicht. Aber sie gibt auf jeden Fall Gegenwehr. Aber Obito, der hat es nochmal richtig drauf und macht gerade einen auf Kaiju zu. Ah, jetzt will sie aber immerhin schon ein paar Treffer landen. Ah, das Coole ist, wenn wir jetzt unser Chakra konzentrieren, da kommen Kakashi und Sakura zur Hilfe und ja, helfen uns halt dabei. Also geben uns quasi noch ihre Kraft mit. Boah. Aber ich glaube, wir haben den Kampf gut unter Kontrolle. Oh, jetzt hat sie uns richtig in der Mangel. Ich sollte ein bisschen genau öfter mal das Ninjutsu machen. Oh, denn meine Lebensleistung wird immer geringer. Das meinte ich nämlich, das geht hier richtig, richtig schnell. Und noch halbe Lebensleiste übrig. Jetzt muss ich echt ein bisschen gucken. Am besten wäre es jetzt dann natürlich öfter mal das Ninjutsu zu machen. So, huf. Nach dem Motto Kill it with fire. Ah, wir haben sie auch nicht auf der roten Leiste. Oh, was mache ich denn da? Teilweise klappt aber auch die Steuerung nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Oh mein Gott, ich bin schon wieder am Ende meiner Kräfte angelangt. So, jetzt schnell noch ein bisschen Chakra laden. Und ran. Ah, fuck it. So, hier, brenne. Brenne, wie du noch nie gebrannt hast. So. Und. Ja, komm, sie braucht nicht mehr viel. Und zack. Oh, verdammt, da hat's nicht. Hab ich nicht getroffen. Aber ein ordentlicher Tanz, den wir jetzt hier gerade veranstalten. ここからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、
もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が重え。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず火影になれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。はあ、そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで。最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。
その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。Kaguya, die brachiale Göttin. Der erste Teil ist zu Ende. Ja, der Kampf gegen die Mutter allen Chakras. Der große Endkampf steht hier auch da. Mit einem B-Rang haben wir insgesamt abgeschlossen. Oh, sogar einen Kampferfolg erreicht. Aber nur einen. Und 36.576 Ryo erhalten und die Reiche. Ja, ein Item, das wir bekommen haben. Und die nächste Mission. Ja, wie sollte es auch anders sein? Kaguya, die brachiale Göttin. Teil 2. Beginnt mit dem Abschnitt Kaguyas Amoklauf. Okay, das klingt jetzt echt vielversprechend. Oh nee, das klingt auf jeden Fall danach, dass ich gleich wieder einen Luftkampf bestreiten muss. Und ja, es ist, wie ich es schon dachte, vernichte Kaguya mit einem Luftangriff. Aber diesmal ist es Kakashi, ja, der erbost ist über den Tod von Obito. Und wir müssen jetzt hier die verschiedenen Armschwänze wegschießen. Aber das geht diesmal besser, muss ich sagen. Und wir machen auch ihr Direktschaden. Und diesmal weiß ich ja immerhin schon, dass ich, wenn ich springen drücke, auch richtig gut ausweichen kann. So, jetzt schicken wir hier die ollen Schwänze in den Himmel. Ja gut, da sind sie ja schon. Dann schicken wir sie eben in die Hölle. Was halt auch echt verdammt gruselig aussieht. Oh, oh, jetzt öffnet sich da ihr Auge. Lasst mich raten, das Auge zu treffen gibt uns jetzt besonderen Bonus. Aua! Haut die uns jetzt hier einen rein. So, immerhin können wir jetzt ein bisschen Schaden machen. Ja, ja, ja. Und jetzt wirft sie natürlich auch noch gleich ihre bösen Kugeln auf uns. Irgendwie mache ich ihr gerade nicht so viel Schaden, ne? Es hält sich ziemlich in Grenzen. Oh Gott! Irgendwie sehen diese Arme schon recht eklig aus, möchte ich meinen. Aber ja, diesmal klappt es ja zum Glück ein bisschen besser. Wie geht's? Jetzt haut die da auch noch so einen mega Strahl raus. So, Kreis drücken und ran. Zack hier. Ran ans. Ja. Ran an Sarg und mitgeweint. Bam. Das nenne ich mal ordentlich verdroschen. Ihre blöden Hände habe ich kaputt gehauen. Oha, die geschwänzten Tiere und Kurama. Also ist ja auch ein geschwänztes Tier. Okay, jetzt müssen wir halt, ich glaube, die Gesichter müssen wir jetzt weghauen. Oh ja, sie bereiten ihre geschwänztes Tier, diese Bälle vor. Wie heißen die nochmal? Früher kannte ich mal den Namen davon. Irgendwas mit M. Egal, wir schießen weiter drauf. Man, diesmal ist der Kampf nicht ganz so überladen wie der gegen Madara, das muss man sagen. So, mein Chakra noch aufladen und dann haue ich noch ein paar Attacken raus. Wow! Oder ich werde hier noch gegrillt.
Naja, komm, ich hab dich gleich auf der gelben Lebensleiste. Da kannst du gar nichts gegen machen. So, das letzte geschwänzte Tier und jetzt geht's wieder an Kaguya, die aussieht wie ein Hoppelhäschen. Ach, jetzt sind die geschwänzten Tiere hier auch noch mit dabei. Das ist ja jetzt ziemlich uncool. Und ich werde hier immer noch ganz schön voll geballert. Also im Nahkampf habe ich echt sehr wenig Chancen, weil das Ding ist ziemlich stark. Habe ich überhaupt... Die Frau war jetzt gefühlt eine Million Jahre eingesperrt. Naja, natürlich plus minus, aber die war jetzt echt super lange eingesperrt und ist sofort wieder fit und kann gegen uns kämpfen und hier diese Mega-Attacken auspacken. Fragt die sich nicht erstmal überhaupt, warum mache ich das? Warum muss ich jetzt hier schon wieder alles zu Brei hauen? Ich glaube, das ist so ein Fall von typisch Isso. Okay, ich bin jetzt wieder da. Zeit, alles zu zerstören. So, hier, komm. Friss meine Angriffe. So, der rote Lebensbalken, nicht mehr lange. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr man schwitzt und wie sich immer die Daumen verkrampfen, wenn man so einen Kampf machen muss. Da ist Dark Souls ein Scheißdreck gegen. Nee, wirklich, dieses ganze Reagieren und Schießen und da ausweichen, dann Chakra laden, dann die Kombination mit zwei Tasten, also auf die Dauer und dann noch die Sticks die ganze Zeit mit den Daumen zu bewegen, das geht echt mega mäßig auf die Finger. Aber Kaguya, na, du brauchst erst gar nicht denken, dass du hier noch irgendeine Chance hättest. Die Chance, die du hast, die hau ich dir jetzt weg. Und zwar voll ins Gesicht. Da brauchst du gar nicht so blöd gucken. Es geht gleich los. Ich gebe hier wirklich einfach Sperrfeuer. So, komm jetzt hier, die letzten Angriffe. Boah, jetzt bloß nicht mehr sterben, das wäre jetzt so peinlich. So. Kakashi-sensei! さすがのやつもあれだけダメージを与えれば。何あれ。あれってば俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれは。大丈夫かい母さん。 声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。 お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は。
これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのはな、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜサスケ、さくらちゃん。うん、行け。Und es geht wieder ab. Na, wer hätte das gedacht? Natürlich, unser Team 7 jetzt hier dreht voll auf im Kampf gegen den Ladebildschirm. Und gleich, dann hoffentlich auch gegen Kaguya. Und es ist immer noch so geil, weil damit ist das Spiel endlich vor dem Anime. Und dadurch dürften zumindest jetzt auch die Fans mehr angesprochen sein, dem Ganzen hier zu folgen. So, ja, klassischerweise starten wir mit Naruto, der mal wieder nicht trifft mit seiner Geheimtechnik, aber ich glaube, der wird auch einfach falsch angesetzt. Deswegen probieren wir jetzt mal Sakura aus. Ob es mit ihr jetzt einfach mal besser geht. So, wir fressen zwar auch ein bisschen, aber wir können hier ein paar... Nee. Jetzt aber hier, zack. Das gibt's doch einfach nicht. Oh, WTF, 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 wie geht sie ab? Wie geht sie ab, Kaguya? Jetzt, warte mal, halblang hier. So, immerhin mal einen Tritt hat sie sich gefangen. So, zurück auf Naruto. Ja, wieder so ein Kampf, der wirklich den Titel Endkampf verdient hat. Ja, wie geil, endlich. So. Jetzt geht's ab hier. Verabschiede dich von deinem Leben. Boom. Boah, fast die ganze Lebensleiste haben wir abgezogen damit. Ja, Sasuke, egal was du gesagt hast, du wirst schon recht damit gehabt haben. Aber sie blockt halt auch echt gut durch. Und dazu sage ich nur eins, wer blockt, hat Angst. So. Boah, einmal habe ich es jetzt schon geschafft, die Geheimtechnik gegen sie durchzubringen. Oh, geht, dann kotzt sie auf mich drauf. Oh nein, oh nein, oh nein. Das sieht übel aus. Okay, das war zum Glück nur ein Ninjutsu. So, Zeit für Sasuke. Aua. Also nicht Zeit für auf die Fresse und so. Oh, jetzt, Mädel, jetzt mach doch mal nicht so, nicht so einen Stumm. Oh nein. Ach, Mann. Okay, also jetzt ist der Kampf echt brachial hart. Das sieht vielleicht gerade nicht so aus, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn sie auch noch sowas macht. Oh, Glück gehabt. Und jetzt Gruppenattacke. Wie das einfach nicht funktioniert hat. Wie es einfach nicht funktioniert hat. Ich glaub's ja nicht. Jetzt aber. Ja. So, Kaguya. Friss das. Wow. Okay, jetzt haben wir ja echt die Balken gut runtergehauen. Naruto, Junbi war Ina. Thank you.
祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ。これで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で。え？戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ？あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか。よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。マダラ、行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢はつながっている。急ぎすぎたが、マダラ、俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。
いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。父ちゃん。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを起こすほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍海大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。 Okay, war's das jetzt? Haben wir's geschafft? Kaguya, die brachiale Göttin, Teil 2 ist beendet. Okay, war das jetzt das Ende? Der große Endkampf mit einem B abgeschlossen, 45.000 Ryo haben wir erhalten. Ich frag erst gar nicht nach Kampferfolgen. Haben wir bestimmt eh keine bekommen. Ja, das war klar. So, dafür Kakashi, Doppel-Sharingan, Kaguya als spielbaren Charakter. Und noch die dazu passenden Geheimtechnik-Finish-Bilder. So. Und jetzt? Ah, Vorschau, nächstes Kapitel. Oh, es gibt noch eins. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende gewesen hier. Okay, dann gibt's noch ein neues Kapitel. Nämlich das Kapitel Neues Leben. Okay, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Kurikai sareru taiji. Kurikai sareru kyozetsu. Kurikai sareru tomo no koe. Jisho. Shinsei no shou. Omae wa ittai nan nan da? Tomodachi da.